Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dead Cells. Ich habe hier gerade nochmal den Startbildschirm aufgelassen, damit ihr oben rechts diesen neuen Gegner sehen könnt, den ich letztes Mal angesprochen habe. Diesen komischen, empowerten, großen Mega-Zombie. Den seht ihr da oben rechts, aber man sieht halt leider nicht, was er macht, aber nur damit ihr ihn mal gesehen habt. Und den gibt es anscheinend bisher nur in der Beta. Aber ja, heute spielen wir wieder hier normaler Modus weiter. Ich habe mir überlegt, dass wir heute nur eine Bosszelle mitnehmen, weil hier eine Bosszelle habe ich drin, genau, da eine coole Bosszelle. Habe ich mein Geld mitgenommen? Nö, warum nehme ich mein Geld nicht mit? Dizzy, nimmst du bitte dein Geld mit? Sonst ist der One nämlich schwerer. Guck mal, 15.000 Gold, das ist doch nett. Ja, wir bleiben auf jeden Fall bei einer Zelle, denn ich brauche immer noch hier bei der legendären Schmiede, dass dieser Rang da auf Plus geht und was weiß ich, da brauche ich noch, keine Ahnung, 200 Zellen. Und ja, mal gucken, wie es hier läuft. Ansonsten habe ich mir vorgestellt für diesen Run, soll ich mir einen Bollwerk mitnehmen? Eventuell möchte ich nämlich mit Schilden mehr arbeiten, aber ich glaube, das Bollwerk ist nicht so geil, oder? Bin mir nicht sicher, ja komm. Nehmen wir mal das Bollwerk mit und gucken, was passiert. Aber ich möchte mir auf jeden Fall heute die richtig geile, ja gut, ja okay, ich würde halt jetzt gerne keine Leben verlieren, dankeschön. Was ich machen möchte ist, ich möchte diese letzte Rune mir holen. Das ist anscheinend die Spinnenrune, wurde mir auch schon irgendwann mal gesagt, aber jetzt weiß ich es wieder, das ist die Spinnenrune und die kriegt man anscheinend in dem Slumbering Sanctuary. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, Leute. Ich glaube, wir gehen mal auf Überleben, weil wir jetzt das Bollwerk mit haben, das passt schon, Leute. Das hat mir der PSI gesagt. Danke nochmal dafür. Hier brauchen wir absolut gar nichts, dass sie da ist. Aber das bedeutet auch, ich muss in Gebiete, in denen ich zuvor noch niemals zuvor war. Und ich habe auch die Befürchtung, dass da ein Boss auf mich wartet, den ich noch nicht so wirklich kenne. Pariert. Ha, jetzt seid ihr alle tot. Ich habe nur 5 Leben verloren durch das Parieren. Geil. Weil ich nicht richtig pariert habe. Aber ich glaube, dieses Parieren, das habe ich auch schon in der letzten Folge angesprochen, wird, glaube ich, immer wichtiger, je weiter man hier geht. Guck mal, da dürfen wir nämlich zum Beispiel nicht hoch. Oder doch, warte, wir müssen hier hoch, ne? Wir müssen auf jeden Fall in der ersten Ebene, in der wir ja jetzt nun mal gerade sind, da müssen wir in diese toxische Ebene, die ich eigentlich hasse und deswegen gehe ich da halt eigentlich nie hin. Aber da müssen wir hin, damit wir diese komische Rune halt bekommen. Und die brauche ich halt, um wirklich irgendwann mal weiterzukommen und auch in tolle neue Gebiete zu kommen. Deswegen ist das sehr wichtig, finde ich. Und anscheinend, warte mal, warum machen wir dieses Feuer? Ah, Opfer brennen, wenn sie sterben. Unsere Doppeldolche machen, dass wenn Gegner sterben, dass dann Feuer spawnt. Genau, wir müssen jetzt erstmal in die toxische Kanalisation. Danach müssen wir in die Ancient Sewers gehen, dann Insufficient Crypt und dann kommen wir in die Ebene, wo die Rune drin ist. Ich habe das alles ganz toll aufgeschrieben und wir sind sogar schnell genug, um uns hier die Rune, die Zellen abzuholen. Cool. Und ich nehme hier eigentlich immer gerne, guck mal, jetzt gibt es ja aber auch einen blutrünstigen Schild 4. Oh, das ist natürlich mega gut. Weil das ist mega gut mit dieser Blutung, Leute. Ich habe ein bisschen gespielt, ohne aufzunehmen, weil ich halt die Verbesserung mir da holen wollte. Ich wollte Zellen mir farmen und dann in der legendären Schmiede das alles ein bisschen verbessern. Ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber besser als gar nichts. Das ist alles mega gut, was hier ist, Leute. Ich mag das alles. Die Amulette sind halt eigentlich immer mega geil, weil die weniger, dadurch machen die Gegner weniger Schaden. Und ihr seht schon hier, wenn ich so einen Schmetterangriff nach unten mache. Okay, nee, hier ist aber nur brennbares Öl. Das wird sich also nicht entzünden, also nicht so gut. Diesen Schwarm mag ich mega gut, weil der nur eine 0,4er Cooldown hat, seht ihr oben rechts. Das heißt, die kann man einfach spammen und dann sind hier überall diese Schwärme und greifen Gegner an. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mit diesem blutrünstigen Schild, weil das einfach ein 4er-Schild ist. Das ist wirklich mega gut. Und der macht halt Blutung, wenn wir Angriffe blocken. Und anscheinend gibt es gerade Essen bei mir. Das ist natürlich scheiße. Gut, dann esse ich kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, halbe Stunde später. Erstmal hier wieder einrichten. Hat lecker geschmeckt, wer fragt. Ich glaube auf jeden Fall, ich nehme den blutrünstigen Schild Level 4 mit, weil der bestimmt ganz gut ist. Wer fragt, was es gab? Es gab Rindfleischfilet mit Kartoffeln und dem gelben Grünkohl. Ich glaube, der heißt Weißkohl. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube aber schon, dass er Weißkohl heißt. Es ist weißer Grünkohl. So. Achso, ich habe hier auch neue Sachen alle freigeschalten. Keine Ahnung, wenn ihr den letzten Part geguckt habt, dann wisst ihr, was hier noch alles frei war. Die habe ich alle auf jeden Fall mir gegönnt. Und jetzt habe ich quasi nur noch komische Outfits hier. Ich habe mir auch das Piccolo-Outfit geholt. Das Piccolo erster Endboss-Outfit. Das hätte ich eigentlich mal ausrüsten können. Was haben wir denn hier eigentlich? Eine hektische Klinge. Die klingt auch ganz geil, ne? Ist auf jeden Fall stärker als unser Doppeldolch. Und auch Stufe 2 einfach. Lande deinen kritischen Treffer, wenn du unter 50% Gesundheit hast. Das ist natürlich nicht so geil. Hm.
Er ist stärker, er ist auf Level 2. Wir könnten ihn auch noch auf ein Plus bringen, dann wird er noch stärker. Aber dann brennen natürlich die Opfer nicht mehr, gell? Und wir machen auch nicht plus 25% Schaden. Was unser Doppeldolch zum Beispiel hat. Nö. Wir verkaufen das, dann haben wir zumindest ein bisschen mehr Geld. Aber an sich klingt das zumindest nicht ganz so scheiße. Dann gehen wir hier mal auf plus auf alles, was wir so haben. Ja, wirklich auf alles. Ist doch egal, Leute. Wir nehmen alles mit. Hier wie immer, der Usli Ox. Ich habe da auch übrigens eine neue Sache geholt. Und hier mit einer Bossteile hat man nämlich ab und zu mal so eine Medizinviole, die man mitnehmen könnte. Ich brauche die jetzt nicht, weil ich nicht wirklich getroffen wurde. Aber das macht die Schwierigkeit mit einer Bossteile auf jeden Fall sehr viel einfacher. Boah, ich bin mal gespannt, wie ich jetzt hier aufnehmen kann, weil eigentlich nehme ich sehr ungern nach dem Essen auf, weil ich danach ist mein Körper einfach immer richtig kaputt und muss erstmal ganz viel komische Verdauungsarbeit leisten. Ist halt so. Aber mal gucken, wie das jetzt läuft. Ah, so ein Bastard, ey. So, und ich weiß jetzt gar nicht, was ich erzählt habe, Leute. Es ist heiß, ja? So, es ist sehr heiß. Ich habe jetzt ein feuchtes Handtuch, ein wirklich richtig feuchtes Handtuch. Also ich habe das einfach getränkt in kaltem Wasser. Das habe ich jetzt einfach über meinen Ventilator rübergetan. Und das freut mich, Leute. Irgendwie bringt das nichts, aber im Internet steht immer, yo, mach das doch, dann bist du richtig krass. Und dann wird dein Zimmer nämlich richtig kalt, aber ich denke mir so, nein, eigentlich nicht. Also ich spüre zumindest nichts. Oh, kannst du bitte einfach sterben? Oh mein Gott, ey. Jetzt bin ich natürlich neben der Spur. Ich weiß nicht, was ich schon erzählt habe. Wahrscheinlich nicht so viel. Ich habe wahrscheinlich erzählt, wo wir schon alles hin wollen. Was ist das denn? Eine Fettabsaugung? Du sammelst beim Besiegen eines Gegners... Oh, ach, das hatte ich auch schon mal. Für 45 Sekunden sammeln wir jetzt mit jedem Gegner, den wir töten, einfach eine Bosszelle ein, Leute. Das ist richtig gut. Würde ich einfach mal so behaupten. Guck mal hier. Die Elite-Dinger sind übrigens auch anders geworden. Das sind jetzt immer so richtig komisch. So, weiß ich nicht. Ihr seht da oben diesen Kristall. Und der schießt jetzt auf uns. Und jeder Boss-Gegner oder jeder Elite-Gegner hat immer einen anderen Kämpfer, der mit ihm zusammenkämpft. Das ist richtig strange, Leute. Das war auch noch nicht so. Boah. Na, das tut doch weh. Ha, pariert. Den hätte ich auch pariert, Leute. Ich war schon am Parierpunkt hier. Hätten mir gar nichts angekonnt. 45 Sekunden sind ganz schön lang irgendwie. Das ist echt krass. Zack, zack, zack. Crit, crit, crit. Ja, diese goldenen... Pariert, ha! Loop. Boah, Mann, ich kann mich hier schon wieder nicht konzentrieren. Das ist so viel einfacher, wenn man dabei nicht reden muss. Und diese goldenen Zellen waren auf jeden Fall von diesem komischen Effekt, den wir da gerade mitgenommen haben. So, waren wir noch nicht. Auf jeden Fall hier unten. Wir müssen darauf achten, dass wir den richtigen... Kannst du damit einfach runtergehen? Dass wir den richtigen Weg gehen, damit wir auf jeden Fall unsere Rune bekommen. Ist das hier richtig pariert? Diese... Okay, Schilde sind wirklich gar nicht so bad. Als kleinen Tipp, falls ihr noch nie mit Schilden gearbeitet habt, ihr seht ja quasi das Ausrufezeichen über den Kopf von den Gegnern. Und sobald die das machen, müsst ihr eigentlich nur parieren klicken und dann pariert ihr schon automatisch. Also das ist sehr einfach, würde ich fast behaupten in diesem Spiel. Das Parieren an sich. Eine einfache Taktik. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwann mal irgendwo erklärt wird von diesem Spiel. Aber ist ja irgendwie selbst erklärt. Ja. Guck mal, hier haben wir noch eine andere Waffe. Aber eine blöde Waffe, deswegen nehmen wir die auf jeden Fall nicht mit. Ach ja. Wie ist bei euch, Leute, mit dem Wetter? Ist das bei euch auch so heiß? Also hier bei Hamburg sind es auf jeden Fall 32 Grad, was einfach viel zu fucking warm ist. Ich bin so froh, dass es in circa 10 Stunden wieder regnen wird. Und dann kühlt sich das hier alles ab. Und ich glaube, die nächste Woche wird auch nur, in Anführungszeichen, 25 Grad werden. Ich hasse es, wenn es 30 Grad ist oder an die 30. Alles über 26 Grad ist behindert. Ich glaube auch schon über 25 Grad mag ich nicht. Die perfekte Temperatur für mich ist, weiß ich nicht, so 22 Grad, eigentlich 21 Grad, vielleicht auch nur 19 Grad. Ich bin so eher der kalte Dude, Leute. Dafür wird mir nicht so schnell kalt. Mir wird sehr schnell heiß. Ich hasse Wärme auch richtig oder Hitze allgemein. Aber Kälte macht mir dafür nicht so viel aus. Bin ja auch ein Winterkind, Leute. Bin richtig schön fast an Weihnachten geboren. So, nehmen wir jetzt das Überleben hier immer mit, weil wir diesen Schild haben? Oder gehen wir auf Brutalität, weil die anderen beiden Sachen da besser drauf sind? Wir gehen mal erstmal auf Überleben. Vielleicht kriegen wir noch eine andere tolle Waffe. Weil an sich, ich mag diese dicken Waffen richtig toll. Dicke Sachen sind voll mein Ding, Leute. Hier, noch ein Schwarm oder ein Blut... Oh, ein Blutschwert wäre natürlich nett. Das ist auch, glaube ich, schneller als unser Schwert, das wir jetzt haben.
Und so Blutung? Ah, doch, finde ich ganz nett. Nee, es ist nicht stärker. Warum ist das nicht stärker? Das ist ja blöd. Aber Blutung ist schon geil gegen Bosse, Leute. Wenn wir den aufwerten auf ein Plus-Plus, dann sollte er auch ganz gut sein. Jetzt haben wir aber so viel Geld reingesteckt in die Aufwertung unserer Doppeldolche, dass ich die eigentlich behalten möchte. Gefängnisdächer ist auf jeden Fall falsch. Wir müssen in die Ancient Sewers rein. Es gibt ja immer zwei Ausgänge. Ich kann ja ein bisschen über das Spiel erklären, so was ich auf jeden Fall weiß. Ich weiß jetzt auch nicht so viel über das Spiel. Aber das weiß ich. Es gibt immer zwei Ausgänge. Und man muss jetzt halt die richtigen Wege gehen, damit man dahin kommt, wo ich auch hingehen will. Klingt soweit ganz logisch, oder? Ich glaube schon. Ach ja, Dark Souls. Was sonst? Ich habe halt die 1500 Abonnenten, oder in einem coolen Deutsch ausgedrückt. Nee, das war schon cooles Deutsch. Im schlechten Deutsch ausgedrückt, die 1500. Ich weiß nicht, ob das schlechtes Deutsch ist, aber dieses altertümliche Deutsch, da sagen wir mal 1500, da rechnet man den 100 an, Leute. Weil früher alle Leute reich waren und dann mussten sie halt mit 100 an rechnen. Ja, dieser Lolli kostet 1200 Reichsmark oder so. Oh, Assassinendolch ist aber noch geiler irgendwie. Sogar Stufe 3, den muss ich eigentlich mitnehmen. Opfer frieren Gegner ein. Ja, nehmen wir mit, ne? Jetzt haben wir das Geld trotzdem ausgegeben für so einen Schwachsinn, den wir gar nicht brauchen. Verdammt, aber dieser Assassinendolch ist richtig cool. Ja, 1500 Abonnenten hatte ich schon mal, vor einem Jahr oder so. Da bin ich nach Japan gegangen und dann habe ich erstmal 100 Abonnenten verloren. Aber jetzt, seit ich YouTube wieder aktiv mache, also seit Anfang dieses Jahres, ich glaube, wir müssen hier auf jeden Fall hoch, habe ich die 100 wieder zusammengekriegt. Da erstmal danke an alle neuen Leute, die da abonniert haben und auch die dabei geblieben sind. Und ich mache das jetzt nicht nur, um anzugeben, sondern um euch zu sagen, dass ich bei 500 oder bei 1500 Abonnenten tatsächlich, sollte vielleicht von hinten angreifen, tatsächlich auch einen neuen Kanalbanner bekommen, weil ich fand, dass mein Kanalbanner, den ich jetzt gerade drin habe, schon ein bisschen alt ist. Ich meine, der ist auch, keine Ahnung, 3 Jahre alt oder so. Den habe ich damals umsonst bekommen, als quasi Fanart von jemandem aus dem Let's Play Forum, der ein bisschen, ja, ist kein Fanart, der ein bisschen seine Skills verbessern wollte und dann hat er das da kostenlos angeboten. Kann ich sowieso empfehlen, Leute, wenn ihr Let's Player seid, dann geht mal ins Let's Play Forum, da ist inzwischen vielleicht nicht mehr so viel los wie vor ein paar Jahren, aber sind immer noch sehr nette Leute, die unterstützen und bla. Und da gibt es halt auch so eine Ecke, wo kreative Leute ihre Design-Sachen anbieten. Und halt auch ab und zu mal umsonst, da kann man auf jeden Fall, das ist eine gute Anlaufstelle dafür, kann man die ein bisschen ihre Arbeit machen lassen und hat dann auch was davon. Die meisten verlangen dann halt, dass man irgendwie ihren Namen einmal verlinkt, ist ja auch legitim. Mann. Ja. Aber das Ganze nett. Und wenn ihr die Arbeit richtig toll findet, dann könnt ihr natürlich auch 1-2 Euro den Typen da lassen. Nur so als kleiner Tipp. Okay, wo wollte ich hinaus? Genau, ich kriege einen neuen Kanalbanner. Aber halt erst, wenn ich 1500 habe. Ich glaube, da brauche ich noch so, jetzt der Stand, 8 Abonnenten oder so. Also Leute, sagt euren Freunden Bescheid, dass sie mich kurz abonnieren sollen und dann kriege ich einen neuen. Das würde mich sehr freuen. So, Streugranate oder Bärenfalle? Ich mag die Bärenfalle halt überhaupt gar nicht, ne? Aber sie wäre grün. Ach, egal. Aber rot ist so eine blöde Farbe. Ich weiß nicht. Wir mussten da rechts hoch. Wie kam man denn da hoch? Leute, ich bin verwirrt. Wie kam man... Achso, hier war... Okay. Never mind, ich hab's gefunden. So, das sieht mir nämlich sehr stark hier aus, als wenn... Okay, hier ist einfach gar nichts. Hey, ich dachte, hier wären jetzt diese Ancient Sewers, oder wo wir hin müssen. Was haben wir hier noch? Blablabla-Armbrust. Okay, komischer Name. Kommt einfach mal weg, weil ich den Namen nicht aussprechen kann. Okay, das hat gar nichts gebracht. Hey, wo sind denn diese Ancient-Kackdinger? Wir sind auf jeden Fall schon viel zu langsam, um diese Zeittüren zu haben. Da übrigens auch nochmal Danke an, ich weiß nicht, vielleicht auch der PSX. Der PSX hat sehr viel geschrieben. Kann sein, dass er auch das geschrieben hat. Der meinte nämlich, diese Zeittüren, die sind nicht mehr im Level drin, weil ich mich da ja gewundert habe im letzten Part, sondern die sind jetzt immer in diesen Zwischenleveln. Seit dem DLC. Der Grabstein ist von der Decke gefallen und... Oh, verdammt! Ich erkenne diese Hand. Der arme Teufel konnte sein Schicksal nicht entrinnen. Sein Unterschlupf wurde zu einem Grab. Oh. Wieso kennst du die Hand? Kann man da vielleicht mit seinem Kopf reingehen? Ja, erweck ihn wieder. Das muss das Siechtum, habe ich gelernt. Dieser komische Kopf. Und der kann anscheinend
Eine kleine Truhe. Auch irgendwie vergiftet werden oder verflucht werden oder irgendwie sowas, aber erst ab 3 oder 4 Bosszellen. Also bringt mir das inzwischen noch gar nichts, aber habe ich jetzt auch kennengelernt. Jetzt wird mir auch klar, warum er seine Rune wieder haben wollte. Huch. Um wen geht's denn hier? Ich weiß es nicht. Ist das der Typ, der eingesperrt worden war? Wo man die 2. Rune oder so bekommen hat? Die Lore checke ich halt auch gar nicht irgendwie von diesem Spiel. Okay, ein Tobas Amulett 2. Brennbares Öl. Bringt gar nichts. Verkaufen wir auf jeden Fall. Wo komme ich denn jetzt zu diesen Ancient-Dingern hin? Oh, ich finde das so blöd, wenn man hin und her laufen muss. Wo waren wir denn noch nicht? Waren wir da unten noch nicht? Müssen wir ganz kurz gucken. Da. Oh, guck mal, da ist sogar eine Rune. Das. Ja, doch, doch, okay. Da kann man einen Schmetterangriff machen. Oh, ich sehe schon wieder kommen, dass diese Folge einfach viel zu lang wird. Das ist halt auch die Kacke bei diesem Spiel. Wenn du gut spielst, dann dauern die Parts einfach 8 Stunden. Und dann wirst du quasi noch bestraft dafür, dass du gut spielst. Ja, mehr oder weniger bestraft. Ist schon irgendwie die Strafe, lang hier aufnehmen zu müssen. Also ich habe schon Bock, Dark Souls zu spielen. Aber bei dieser Hitze so lange aufzunehmen, ist schon assig. Ich meine, jetzt gerade ist das noch ein bisschen kühl, weil ich gerade meine Klimaanlage ein bisschen anhaben könnte. Beim Aufnehmen kann ich die leider nicht anhaben, weil die einfach viel zu fucking laut ist. Ich sollte auch endlich mal anfangen. Ha! Oh, Moment. Lass mal Tennis spielen hier. Hua! Aha! Mit deiner eigenen Waffe getötet. Easy. Ich finde das immer witzig. Ja, die Klimaanlage wäre auf jeden Fall zu laut. Wenn die in der Anlage an ist, weil das so eine Standklimaanlage ist, keine fest verbaute und ich muss sie auch immer... Ich verliere gerade viel zu viel Leben, Leute. Ich muss ja auch immer mit so einem komischen Schlauch aus meinem dachschrägen Fenster raus hängen. Was sehr komisch ist, aber ist so. Und ich habe sowieso immer alle Fenster zu, wenn ich aufnehme, weil das strange ist, wenn die Leute draußen vorbeigehen und dann hören, was ich hier so sage. Kann ich nicht, Leute. Hier haben wir die alte Kanalisation. Ist das der Ancient Sewer? Ja, das klingt richtig. Okay, schön. Und apropos Seitenkomisch-Kackfenster, das ist erstens so, dass hier morgens immer die Sonne reinscheint und erstmal meinen Raum richtig krass erwärmt, was auch noch scheiße ist. Hey, wir haben ein neues Outfit, nice. Und zweitens, ja, das ist erstmal blöd. Ich habe mir jetzt so ein Rollo dafür geholt. Richtig spannende Themen heute, Leute. Aber ich habe mir ein Rollo geholt, das kommt, glaube ich, in 1-2 Tagen an. Und das hat sogar außen so eine Aluschicht. Und dadurch soll die Sonne irgendwie abgelenkt werden und dann soll das hier drin nicht mehr so heiß werden. Und da freue ich mich sehr drauf, Leute. Das ist so ein... Das ist mein Hype-Thema der Woche. So, was nehmen wir mit? Wir können mitnehmen... Ich habe ja meine Favoriten hier. Einer meiner Favoriten ist auf jeden Fall immer Nekromantie, weil das mega gut ist. Auch wenn man halt immer auf Überleben geht mit den Mutationen. Oder ich habe jetzt nämlich eine neue Fähigkeit hier. Die gibt es, glaube ich, erst seit der Beta jetzt. Deswegen ist auch der Text auf Englisch. Frenzy heißt die. Und die macht nämlich, your melee attacks give you back small amount of HP depending on attack damage as long as you have an active speed buff. Diesen Speed buff hat man relativ häufig, ich weiß nicht genau wann. Ich glaube, wenn man mehrere Gegner hintereinander tötet und quasi so eine Combo macht. Und es gibt auch noch andere Effekte, dass man den Speed-Effekt bekommt. Aber ja, da kriegt man dann HP dazu, wenn man diesen Speed buff hat, je nachdem, wie viel Schaden man macht. Da müsste man halt auf diese Brutalitätsmutation gehen. Und der bringt immer nur was, wenn man wirklich... diesen Speedbuff habe. Deswegen, ich gehe jetzt, glaube ich, erst einmal auf Nekromantie. Das ist immer der sichere Pfad. Und dann sollte das gehen. Achso, und da auch nochmal Danke an den Kloxen, der mir die Idee gegeben hat, man könnte ja mal so ein Rollo holen für das Seitenschrägfenster, weil das heizt sich wirklich mega auf. Vor allem die Sonnenstrahlen gehen einfach an meinen Fernseher, den ich in meinem Zimmer habe und nie benutze, weil er einfach nicht mehr funktioniert, weil da kein Sound mehr rauskommt. Aber dieser Fernseher ist schwarz und ich bin jetzt in einem neuen Gebiet, in dem ich noch nie drin war, glaube ich. Ich habe Angst. Ja, aber der ist schwarz und deswegen heizt er sich immer mega auf. Oh Gott, was? Okay, hier, ich habe komische Dinger. Fress alles auf. Hier, cool. Ich habe ganz vergessen, dass ich die habe. Guck, die gehen jetzt hier hin und fressen alles auf und dann sind wir glücklich und alles ist toll. Ja. Aber Seitenfenster. Ich bin gespannt, ob das wirklich was macht. Die haben halt gesagt, im Sommer soll dann nicht so viel Wärme reinkommen und im Winter hält dieses Alu anscheinend auch die Wärme drin. Aber wenn die Wärme jetzt drinne bleibt, dann ist das doch aber auch kacke im Sommer, oder? Ich meine, mein PC, da heizt nun wirklich auch mega krass. Spätestens, wenn ich halt ein Video render, da wird er halt richtig heiß. Und wenn dann die Wärme drinne bleibt, dann ist das vielleicht auch nicht so geil. Andererseits bleibt die Wärme natürlich nur drin, solange ich die Jalousie nach unten habe, ne? Muss ich mal gucken, Leute. Da werde ich auf jeden Fall weiter berichten.
Apropos weiter berichten. Guck mal hier, ich mache die Überleitungen. Geil, ey. Ich bin so ein richtig krasser Moderator hier. On point mit meinen Überleitungen. Was war jetzt meine Überleitung? ich sage euch, was da passiert. Und zwar, ich habe ja mein leidiges Thema mit der Maus. Wir haben eine Maus, die war erstens in mein Zimmer. Die habe ich aber irgendwann gefangen. Jetzt glaube ich, habe ich noch eine zweite Maus irgendwo mal herbekommen. Und die lebt jetzt irgendwie in unserer Küche. Aber so ganz komisch zwischen den Wänden. Wir haben eigentlich so eine Betonwand oben. Aber da haben wir, damit das hübscher aussieht, eine Holzpalette halt drüber gepackt. Oder drunter gepackt besser, weil das ja die Wand ist. Das sieht hübscher aus, aber dazwischen, zwischen Holz, oh Gott, ey, was ist denn das für eine Ebene? Zwischen Holz und dem Beton. Oh Gott, Alter. Voll anstrengend, diese Ebene. Ist es halt so, da ist ein bisschen Platz. Oh, wow. Und da lebt anscheinend diese Maus drin und kommt ab und zu immer mal raus. Die geht dann von der Decke raus, geht dann dies... Boah, ich kann gerade voll nicht reden, weil ich mich hier konzentrieren muss. Das ist ein Geheimnis übrigens. Geht dann die Jalousie... Nee, nicht Jalousie. Das... Wir haben da so Stoff, das man vors Fenster machen kann. Ich weiß nicht, nennt man das auch Jalousie? Alles, was vom Fenster ist, ist das Jalousie? Ich weiß es halt nicht. Mann, diese Kack-Dinger sind voll starr. Ich will hier nicht mehr sein. Lass mich alle weg, Garte, war kurz. Alter. So. Auf jeden Fall ist da so Stoff, den man davor machen kann. Und dieser Stoff ist an einer... Gott, ich komme mir gerade voll nicht klar, Leute. Hilfe! Können wir mal diesen komischen Pilz da zerstören? Der ist wirklich mega krass. So! Storytime. Kann ich jetzt endlich weitererzählen? Diese Jalousie oder dieses Stoffding ist an einer Stange festgemacht. What the fuck muss ich denn hier jetzt machen? Muss ich da wirklich durch? Guck mal nach, ob man da lang gehen kann. Da verliere ich doch Leben, oder nicht? Oh Mann, ich hasse das ja alles, ey. Stoff, Stange, wo war ich? Und dann, ja, da kann man halt, die ist da festgemacht an dieser Stange. Und da geht die Maus immer lang und sagt sich so, ja, Lolo. Und dann kommt sie nämlich, wenn man da lang geht, über dem Kühlschrank raus und freut sich dann ass ab, dass da so viel Essen ist. Und heute ist sie dann aber durch diesen Stoffumhang da lang gegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich mit meiner Story hin will, Leute. Sorry. Ja, die ist da jetzt halt. Keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wie wir die entfernen sollen. Ich weiß nicht, was ich hier überhaupt erzählen wollte. Was muss ich denn hier machen? Leute, ich habe doch keine Wege mehr. Hä? Von da rechts kommen wir. Oder? Oder ist das der Ausgang? Ist das der Eingang? Ist das der Ausgang? Ich raff hier absolut gar nichts. Das ist auf jeden Fall der Eingang. Das war der Eingang. Wie kommt man denn hier raus? Jetzt ohne Witz. Da oben ist halt noch irgendwas, aber wie kommt man denn da hin? Hier oben rechts. Ultra verwirrt von dieser Ebene. Immer diese neuen Ebenen, die man nicht kennt. Guck, da rechts ist irgendwas. Aber... Hä? Ist hier vielleicht irgendwo... Guck mal, hier ist auf jeden Fall noch ein Geheimnis. Bisschen Money. Ist hier irgendwo so ein... Da unten! Ah! Guck mal, da kann man sich doch teleporten. Easy. Jetzt sind wir hier, aber das bringt mir auch nichts. Hä? Okay, wie soll ich bitte an diesen komischen Ort da vorbeikommen, wo ich eben schon war? Das geht doch gar nicht. Momentchen, Mann. Kann man sich an irgendwas festhalten? Ah, das geht tatsächlich. Ah, okay, man muss hier wie so ein Affe einfach sich... Langhangeln. Okay, verstanden. Das hatte ich auch noch nie. Sehr, sehr interessant. Guck mal. Ich lerne hier ganz neue Sachen kennen. Aber wir haben schon viel zu viele Sachen hier benutzt. Viel zu viele von unseren grünen, blauen, roten Tränken. Ich kann nicht mehr denken. Jetzt setzt nämlich mein Magen ein. Yo, Magen. Magen sagt sich so, nee, Mann, Dizzy. Du musst jetzt hier bitte mal ein bisschen verdauen. Sonst geht das nicht.
Sonst kommen wir nicht drauf klar, was du hier machst. Du kannst nicht Gehirn benutzen und deinen Magen gleichzeitig. Jetzt ohne Witz. Hab ich das mit der Maus jetzt zu Ende erklärt? Ich weiß es nicht, Leute. Dies ist auf jeden Fall unter unserem... Oh Mann. Wir sehen das so assig jetzt mal. Unter unserem Kühlschrank. Das muss so kacke sein für euch, das hier zuzuhören. Wenn ich immer wieder neu anfange. Weil da auch so ein kleiner Spalt ist, wo die hingehen kann. Und da kriegen wir sie nicht raus. Und jetzt hat meine Mutter, was ich richtig scheiße finde von ihr, Gift verschüttet. Und ich habe irgendwie Angst. Also so Mausegift. Obwohl man anscheinend auch einfach Pfefferminz hier hinlegen könnte und dann würden die wahrscheinlich auch verschwinden. Aber da wollte meine Mutter nicht auf mich hören und stattdessen will sie die jetzt umbringen, was aber mega dumm ist, weil wenn die jetzt wirklich hier irgendwo stirbt, indem sie das isst und dann in diesen ganzen Zwischenräumen halt rumgammelt und da stirbt, dann stinkt das doch mega und da kriegt man nie wieder raus. Das Breitschwert hätte ich gern. Ja, von daher keine Ahnung, Leute. Und eine weitere blöde Sache, wenn jetzt mein Hund das Gift ja irgendwie zu fassen kriegt und der frisst wirklich alles, was hier auf dem Boden landet, dann ist hier aber das Geheule groß, Leute. Müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Aber ja, mal gucken. Ich glaube halt, das ist schon die zweite Maus. Wir haben irgendwie ein Problem mit Mäusen. Hätten wir noch Katzen, hätten wir das Problem wahrscheinlich nicht. Naja, so viel dazu. Leute, habt ihr auch Mäuseprobleme? Die Sache ist halt, wir haben auch so eine Lebendmausefalle gebastelt. Quasi mit so einer PET-Flasche und da ein Leckerli reingetan oder so ja, halt Essen. Und wenn die da reingeht, dann wird die PET-Flasche so nach unten kippen. Und wenn sie dann rausgehen will, dann wird durch ihr Gewicht diese PET-Flasche immer nach unten kippen, sodass sie da in dieser Flasche halt gefangen ist und dann könnte man sie freilassen. Allerdings sind diese Mäuse, das habe ich auch schon gemerkt, als sie in meinem Zimmer mal drin war und ich da auch so eine Falle gebaut hatte. Die sind aber viel zu schlau, Leute. Die merken, jo, nee, das bewegt sich, da will ich nicht dran vorbeigehen. Selbst wenn da das geilste Essen ever drin ist, lass es den besten Käse der Welt sein. Die gehen einfach nicht rein. Die gucken sich das an und denken sich so, nö. Ja, hallo, ich bin in der Küche, hier gibt's genug Essen. Wieso sollte ich jetzt genau diesen blöden Käse hier nehmen, wenn sich das hier alles bewegt? So dumm bin ich nicht. Nein, 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 Menschen, was denkt ihr eigentlich, wie doof wir sind? Das hat vielleicht vor 30 Jahren funktioniert, aber doch heutzutage nicht mehr. Die müssen sich bestimmt auch beleidigt fühlen, dass man denkt, dass die Mäuse so dumm sind und sich einfach von so einer Lebendfalle fangen lassen. Ich bin ja immer noch der Meinung, Leute, dass die wirklich so schlau sind und einfach nur in diese Lebendfallen gehen, also wenn es funktioniert, dass sie da nur reingehen, wenn sie kein Essen mehr finden und freigelassen werden wollen. Ja, so ist das. Guck, habt ihr eben auch gesehen, hier war auf der rechten Seite so ein Laserstrahl und so hat irgendwie jeder Boss-Typ hier oder Elite-Kämpfer seinen eigenen Helferlein. Das ist auf jeden Fall auch neu. Halte nicht nur Zelle, sondern auch Gold, Schaden durch Geschosse ist weniger. Bin ich besser, wenn die vergiftet sind, wenn sie mich treffen. Nussknacker. Eigentlich mega gut, ist halt mega langsam. Keine Farbe, ist ganz gut. 50% Schaden. Plus 30% Schaden gegen ein brennendes Ziel. Brennendes Ziel. Kann nicht weißer krabbeln aus den Opfern. Klingt auch geil. Und geht halt auf grün. Komm, wir gehen jetzt den vollen grünen Weg hier. Ist halt mega langsam, dieser Nussknacker. Aber ich glaube, der stunt auch die Gegner. Von daher ist das gar nicht so schlecht. Wir haben auch noch irgend so einen komischen Schlüssel. Ist die... Oh, da oben auch noch was. Ist die Frage, was wir damit machen sollen. Ein Bucket, jo! Merci beaucoup! Nom nom nom, jo! Bucketti, Bucketti! Spaghetti Roulette! Finde ich richtig gut. Oh, wie lang aber diese Ebene hier schon wieder ist. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Dead Cells ist eher ein Spiel für... Nein, das machen wir nicht. Für einen Stream, oder? Und mein ganzer Rücken klebt schon wieder an diesem blöden Stuhl fest. Es ist so eklig. Ich hasse Sommer. Hasse ihn. So einen heißen Sommer, ich hasse das. Was ist denn das hier? Guck mal, hier ist irgendwas. Da! Das ist so eine Herausforderung, ne? Ja. Gehe ich nicht rein, Leute. Nö. Dafür hatte ich immer zu viele Leben. Und ich habe Angst, dass hier gleich ein Boss kommt. Oder so. Boah, guck mal an, wie krass der Nussknacker ist. Noch ein Schlüssel? Okay. Boah, der ist übel stark. Auf jeden Fall viel stärker als die Waffe, die wir davor hatten. Die Waffe, die wir davor hatten, war halt eigentlich auch nur stark, wenn wir von hinten angegriffen haben, was ich halt nie gemacht habe.
So, hier haben wir noch irgendeinen Shop oder so. Nee, eine Kiste. Ein bisschen Leben wären schön. Oder noch ein Schwarm. Ist der besser als der alte Schwarm? Ja. Wollen wir zwei Schwärme mitnehmen? Ich glaube, wir können halt nur 8 Schwärme haben, ne? Aber nehmen wir einfach mal mit. Wir sind jetzt der Schwarmprofi. Wir werden hier der Schwarmflüterich. Was? Ja. Der Schlammflüterich. Kann diese Ebene jetzt irgendwann mal enden? Okay, hier. Ah, hier braucht man diese Schlüssel. Oh, guck mal, jetzt können wir uns aussuchen, in welche dieser Dinger wir hier reinrollen wollen. Wir nehmen auf jeden Fall die 10 Zellen hier mit und ich glaube, wir nehmen auch ein bisschen Geld mit, ne? Ich meine, mit den Waffen, die wir gerade haben, bin ich sehr zufrieden. Dann ist hier oben wahrscheinlich Ende. Oh, weh, ich brauche da jetzt auch noch einen Schlüssel, um ins Ende zu kommen. Nee, okay, garstige Gruft. Insufficient Crypt. Klingt gut, glaube ich. Klingt richtig. Ich glaube, in der garstigen Gruft, jetzt müsste ein Boss kommen. Das ist ja quasi die Ebene, wo eigentlich die schwarze Brücke ist, wenn mich nicht alles täuscht. Bin ich sehr gespannt. Hallo. Ich würde gerne das Ding auf Plus Plus bringen. Mehr Geld habe ich leider nicht. Hallo. Ich hätte gerne Wancy. Oder wir gehen auf noch irgendwas Grünes, weil wir jetzt alles auf Grün haben. Guck mal hier. Stellt nach dem Parieren eines Nahkampfangriffs 1,6% GP wieder her. Ist auch mega gut. Weil Nekromantie macht nur ein Drittel davon. Und da wir so richtig häufig parieren hier, bin ich gar nicht so schlecht. Komm, das nehmen wir mal mit. Dann können wir uns ein bisschen heilen. Kriegen sogar noch eine Fiole hier wieder. Dann haben wir, glaube ich, noch eine Fiole in der Hinterhand für den Boss. Ob das langt? Ich bin da nicht so sicher, Leute. Ist das jetzt hier schon der Boss? Ja, guck mal, da ist er. Guck mal, da ist er. Guck mal, da ist er. Ein Riesenauge. Hallo. Oh, ich habe keinen Bock auf den Boss. Sind wir gut vorbereitet? Conjunctivius. Hi. Schön. Hier, ich habe diese komischen Dinger. Machen die Schaden? Aua. Okay, alles klärchen. Sonst geht's dir gut. Okay, er schießt Sachen. Aber anscheinend kann man in ihm drinnen stehen. Man muss nur aufpassen vor seinen komischen Giftdingern hier. Okay. Tentakel-Action hier. Wird das jetzt ein Hentai oder was? Oh Leute, wir machen einfach unsere Schwärme hier. Sollen die doch die Arbeit für uns erledigen? Easy. Wir dürfen nicht vergessen, dass wenn wir mit unserem Schild arbeiten, dass wir dann Leben zurückbekommen. Lass mal ausprobieren, ob das funktioniert. Komm mal her. Doch, oh, ich habe Leben dazu bekommen. Habt ihr gesehen? Da, pariert. Richtig viele Leben. Oh, das lohnt ja richtig. Ich glaube, dieser Schild ist wirklich mega gut, dass ich den jetzt mitgenommen habe. Kann man den aufparieren? Was meint ihr? Wenn er uns gleich angreift? Aua. Shit. Wir haben halt nicht mehr wirklich viel Leben, ne? Kann man die Teile parieren? Das wüsste ich richtig gern. Ich habe halt leider keinen Bogen oder sowas, dass ich ihn auf Distanz angreifen könnte. Und der scheint mir auch sehr viele Leben zu haben. Ich möchte mal probieren, ob das funktioniert. Nee, geht nicht. Ich kann seine... seine Giftdinger auf jeden Fall nicht parieren. Ich heile mich nochmal kurz. Wir können uns nicht mehr heilen, das müssen wir beachten. Zack, pariert und Leben dazu bekommen. Aha! Hey, ich glaube, dieser Schild ist wirklich mega gut, dass wir den mitgenommen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Schwärme überhaupt viel Schaden machen. Aber ich würde gerne noch einmal parieren, wenn das geht. Shit. Lol, kommt der da einfach so angedüdelt hier? Hä? Ja, ich würde gerne parieren. Ich krieg's nicht hin, Leute. Habe ich den jetzt pariert? Ich bin mir nicht sicher. Wieso hat er eigentlich so viele Leben? Wow, okay. Man kann auf jeden Fall einfach wegrollen, wenn er durch einen durchdashen will. Und die Dinger kann man auch parieren. Aber zählt anscheinend nicht so, dass man da Leben zurückbekommt. Also anscheinend kriegt man nur Leben zurück, wenn was pariert wird. Aber so kann man auch Schaden machen, auf jeden Fall. Ja, wenn es Schaden macht, wenn man dann pariert. Hier, fress ihn auf. Ich glaube, das sieht gerade sehr gut aus, dass wir das schaffen. So, alles hier mit diesen Schwarmdingern voll machen, dann geht es uns doch eigentlich ganz gut. Der Boss erinnert mich so ein bisschen an den Boss bei 20XX. Kloxen. Sag mir mal, welchen ich dabei könnte. Habt ihr gesehen, der war eben kurz gestunlockt? So, ich würde richtig gerne
einmal zumindest blocken. Shit. Ist aber schwer mit dem Blocken. Oh Gott, okay, jetzt verliere ich aber auch ganz schön viele Leben. Aber einmal blocken wäre schon ganz gut. Komm schon! Okay, einmal pariert zumindest. Wir brauchen ein bisschen Leben, das ist halt die Sache. Shit. Nein! Oh Gott, ich verliere viel zu viele Leben. Ja, 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 shit, ich verliere hier. Oh nein, das wäre richtig sad. Oh Mann, und dann kommen die hier einfach so angerast immer. Mann, lass mich doch in Ruhe! Oh nö, ach, ich habe ja noch mein Ictus Otrugashikidogun. Aber das ist wirklich super nervig. Da, pariert! Endlich mal ein bisschen Leben! Nochmal parieren! Ganz viele Leben, gib mir alle Leben! Er kommt doch bestimmt wieder... fuck, zu spät. Hier, komm, jetzt lass einfach mal ein bisschen Damage machen, ohne Witz. Sonst... Er hat vor allem seine Ketten schon verloren, ne? Shit. Mann, man kriegt ihn auch nie! Der ist super nervig, der Dude. Oh, okay, er blutet, er blutet. Er ist tot! Ich habe ihn wirklich besiegt! Oh mein Gott. Wie gut ist das denn? Neue Errungenschaft! Hast du da etwas im Auge? Ich hätte wirklich nicht mehr damit gerechnet, dass wir den besiegen, Leute. Guck mal hier. Was ist das denn hier? Ein Entwurf. Verfluchtes Schwert. Klingt gut. Das Blutschwert nehmen wir nicht mit. Unser Knüppel hier war irgendwie mega stark. Wurzelgranate will ich auch nicht haben. Ey, cool. Ich hab wirklich nicht gedacht, dass wir den besiegen. Da oben kann man doch hundertprozentig hin. Hallo. Da wäre der Friedhof. Dafür braucht man auch wieder diese Spinnfähigkeit. Schlummerndes Heiligtum. Genau. Das meinte nämlich der PS ich auch. Da soll jetzt diese Rune sein. Wir müssen nur noch diese Ebene überleben. Da bin ich schon zufrieden. Dann kann dieser Part von mir aus enden. Dann können wir sterben. Ich hoffe, wir kriegen hier nochmal unsere Fiolen voll. Genau, und hier kriegen wir wahrscheinlich sogar auf 90%. Nee. Fuck. Ich glaube, ab... Wann ist denn das 90%? Ab 700? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Naja. So, das Ding hier noch auf Plus bringen. Dann sind die auch richtig toll. Hallo? Hä? Wieso darf ich da nicht durch? Ich habe doch alle Zellen verwendet. Oh, sag mir jetzt nicht. Ah, okay, ich sollte nur angucken, dass ich die Nahkampfwaffe hier habe. Ein Treffer und du bist tot. Ach lol, das meinte Rannik. Das verfluchte Schwert. Ja, guck, ich kann das nämlich noch gar nicht. Aber dann ist das wahrscheinlich richtig stark, dieses Schwert. Und das ist einfach so ein Sudden-Death-Dings. Nein, wir können uns nicht voll heilen. Nur eine einzige Medizinfiole, das ist blöd, Leute. Wir müssen nämlich, um die Rune zu bekommen, auf jeden Fall noch gegen einen stärkeren Gegner kämpfen, gegen so einen Mini-Boss. Bin ich mal gespannt. Ich war halt noch nie im schlummernden Heiligtum. Von daher kein Plan, was da jetzt für Gegner auf uns warten. Und wir müssen hier auf jeden Fall alles angucken, damit wir diese Rune finden. Das ist dann auf jeden Fall unsere letzte Rune. Hör auf, schau dir, dann lebst du länger. Du hast zum ersten Mal das schlummernde Heiligtum erreicht, ja. Okay, jetzt habe ich aber sehr dolle Angst. Vor allem, weil wir uns nicht heilen können. Ah, shit. Krieg ich Leben dazu, wenn ich pariere? Ja, ne? Aber das hat sich gerade nicht gelohnt, weil die uns... Oh nein, hier ist einfach alles unsichtbar. Ist ja kacke, ey. Hier, fress das und überhaupt. Und parieren und alles. Ich krieg weniger Leben dazu, als ich Leben verliere. Das ist doof. So. Es geht aber eigentlich ganz gut, ne? Doch, wir kriegen auf jeden Fall Leben dazu. Wir können einmal parieren, dann müssen wir halt sofort... Okay, was greifst du da an? Einmal parieren, dann sofort wegrollen. Und wenn der Gegner dann nämlich stirbt, dann kriegen wir Leben dazu. Das ist gerade so irgendwie unsere Taktik. Wie kommt man da rein? Das ist bestimmt irgendwo eine Tür. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Shop, der uns eventuell... Wie kommt man in diese ganzen goldenen Dinger rein? Ich weiß es nicht, Leute. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Shop, der uns Essen verkauft. So ein Koch. Hä? Wir sind überall diese goldenen Türen und ich raff nicht, was ich machen soll. Okay, dann haben wir nur noch einen Weg, und zwar den hier oben. Okay, Leute, alles gut timen, damit wir keinen dummen Schaden bekommen. Da ist irgendein komisches Viech. Pariert. 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 Das können wir von mir aus den ganzen Tag machen. Das hilft mir richtig. Hier, und jetzt stirb. Ein noch und du bist tot. Zack. Und wieder ein paar Leben dazu bekommen. Ja, geilo. Richtig gut. Wir sollten auf jeden Fall einmal mindestens parieren. Damit er hoffentlich stirbt. So, hier. Mach deine Attacke.
Du musst nämlich, genau, der muss sterben, während wir ihn parieren, weil sonst kriegen wir, glaube ich, unser Leben nicht dazu, oder? Geblockte Angriffe von so einer Blutung, bla bla, absolviert beim Hochhalten 7% Schaden. Hä, warte. Ach nee, das war, stellt nach dem Parieren eines Nahkampfangriffs, 1,6% her. Das, was wir gerade die ganze Zeit nur bekommen, ist... Oh Gott. Sind die Leben wegen Nekromantie? Jetzt macht alles Sinn. Wir gehen auf jeden Fall auf Überleben, schicken hier einfach unsere Würmer runter. Wir müssen jetzt halt wirklich mega krass aufpassen, was wir tun. Jeder ein Hit und wir können halt wirklich gestunlockt werden und sind dann einfach RIP. Habe ich gar keinen Bock drauf. Dieser komische Mönch, den ihr da eben übrigens gesehen habt, der macht, dass hier so ein Nebel ist und dadurch sieht man die Gegner nicht. Falls ihr euch gefragt habt, was der macht. Ja, Leute, tut mir jetzt leid, dass wir so ein bisschen... Oh, kacke, ich laufe halt trotzdem rein. Dass wir so ein bisschen auf Pussy-Taktik hier gehen. Auch mega stark, Doppeldolch. Und der wird auch mit unseren Grünen verbessert werden. Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall schneller unterwegs, ne? Und hat halt keine Farbe, so wie ich das gerade gesehen habe. Keine Farbe. Gut, nehmen wir den mit. Der ist auf jeden Fall schneller und damit können wir die Leute hier auch stunlocken. Ja, ist, glaube ich, auf jeden Fall besser. Oh, hi, na? Was machst du denn hier unten? Ja, geil, mich töten oder was? Ja, wir brauchen so dringend Leben. Hier gibt es mal keine Nahkämpfer, das ist mega dumm. Doch, da oben. Oh, die können wir parieren, Leute. Die beiden Leute da oben. Lass die mal ausnutzen irgendwie. Aber wie? Wie nutzen wir die jetzt am besten aus? Am besten wir töten erstmal den Dude hier. Jetzt müssen wir die irgendwie separieren, dass nur der eine Dude hier stirbt. Der da. Shit. Nur dieser komische Fuzzi, der sich immer hin und her teleportet. Was ist denn los mit ihm? So. Und ihn nutzen wir jetzt einfach aus. Komm. Shit. Ja. Haben wir jetzt Leben dazu? Kacke, ich glaube, das hat sich nicht gelohnt. Wieso überleben die nicht länger, wenn man die pariert? Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich will gegen gar nichts hier kämpfen. Dann will ich einfach Frieden. Friede, Freude, Eierkuchen. Hallo. Meine Güte, ich habe keine Leben. Ich hasse es, keine Leben zu haben. Hier ist doch irgendwas. Kannst du mir... Nein, verkauf mir doch bitte irgendwas zu essen. Shopkeeper, wo ist dein Koch? Ich will doch nur diese eine Rune. Ich will nur diese eine Rune. Mehr will ich doch nicht. Ich will nur diese eine Rune. Irgendwo muss das doch mal kommen hier. Auf jeden Fall noch ein paar mehr Leben dazu. Das hilft uns auf jeden Fall. Wir gehen auf Lila, obwohl uns das wirklich gar nichts bringt, aber es gibt uns halt mehr Leben dazu. Und Leben ist gerade das, was wir wirklich mega krass brauchen. Ich frage mich immer noch, wofür diese goldenen Räume sind oder diese goldenen Türen. Hier kriegen wir die Rune, Leute. Warte, wir schicken erstmal ein paar von den Dingern hier runter. Und jetzt machen wir das hoffentlich ganz schlau. Und sterben nicht an den Typen. Wir weichen einfach allem aus. Parieren diese Dinger so richtig cool. Und mehr machen wir nicht, Leute. Wir parieren einfach die ganze Zeit. Easy. Da kann uns gar nichts passieren. Wir treffen ihn halt nicht dadurch, aber unsere komischen Würmer regeln das schon für uns. Ja, komm, die Rune kriegen wir doch easy. Ist er denn, der tötet uns halt mit einem Hit. Das wäre richtig sad. Und ich hoffe, er hat keine zweite Phase. Oh, wir haben ihn sogar mal getroffen mit seinem Teil. Schild ist mega gut. Ja, ist eine lame Taktik, ich weiß, Leute. Juckt mich aber nicht. Solange ich den dann besiege, ist alles cool. Und er ist bitte tot. Okay, danke für die Spinnenrune. Finde ich sehr toll. So. Und mit dieser Spinnenrune, wenn ich das richtig verstanden habe, können wir jetzt an Wänden hochspringen. Diese permanente Rune ermöglicht es dir, wie eine Spinne an Wänden hochzuklettern, richtig. Cool. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Bleiben wir da einfach... Ja, okay, man bleibt einfach an den Wänden kleben. Aber irgendwie auch nicht. Guck mal, merkt... Ah, okay, wenn ich hochhüpfe an eine Wand, dann geht er so ein bisschen hoch, das macht er automatisch. Und irgendwann fällt er dann aber auch wieder runter. Das heißt, man muss so Walljumps machen, damit man die Wände wirklich hochklettern kann. Okay, verstanden. So, jetzt kommt hier nochmal so ein blöder Part. Aber jetzt ist mir sowieso alles egal, Leute. Was ist das denn hier eigentlich?
Jetzt sind wahrscheinlich alle Türen offen. Wenn wir jetzt verlieren, dann ist das auch nicht so schlimm. Wir haben nur einen Teleporter. Krasser Scheiß. Denn ich habe erreicht, was ich in dieser Folge erreichen wollte. Und das macht mich sehr happy. Wieso lebt hier wieder alles? Ist die ganze Ebene jetzt respawned? Ah, ich sehe, was gemacht worden ist. Ja, hier ist jetzt wirklich alles schwerer geworden. Hier waren ja eben noch diese ganzen Statuen. Und die sind jetzt entfroren, wenn man das so nennen darf. Lol. Okay, sehr interessant. Ich werde hier garantiert gleich sterben, weil ich jetzt nicht mehr so krass am Ausweichen bin und so. Sollte ich vielleicht trotzdem noch machen. Aber jetzt können wir auf jeden Fall alles mitnehmen. Jetzt sind ja diese ganzen goldenen Türen hier offen. Guck mal. Wir gucken erstmal in den Shop. Vielleicht gibt es da ja was zum Mampfen. Mampfi, Mampfi, Machi, Machi. Ach nee, hier gab es noch eine Truhe. Genau, so war das. Aber vielleicht ist da ja... eigentlich auch ganz cool. Aber... ja, doch, eigentlich wirklich ganz cool. Für den einen Schwarm hier. Komm. Gönnen wir uns mal. War noch irgendwo eine Tür? Ich bin mir nicht so sicher. Wenn hier nochmal so ein Teleport-Ding ist, dann können wir gleich nochmal nachgucken. Hallo. Was hast du mir zu sagen? Forschungsnotizen. Manche behaupten, der Saft, der durch die Mauern strömt, fließt in das Kanalisationsnetzwerk. Sie sehen daran die Ursache des Sichtums. Aber vielleicht kann das Problem ja auch die Lösung sein. Sehr interessant. Diese Räume finde ich mal richtig komisch, weil einfach gar nichts ist. Das ist irgendwie Lore, aber mit der Lore kenne ich mich wirklich halt, wie gesagt, gar nicht krass aus. Da unten ist tatsächlich noch eine Tür. Meint ihr, das lohnt, da hinzugehen? Oh mein Gott, hier spawnt einfach alles. Okay, ich will hier nicht sein. Oh, tschüss. Ich will einfach nur in diesen komischen Raum. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Ah, wieso werde ich weg? Ich werde zurückteleportet. Diese Mega-Viecher teleporten einen zurück. Nein, ich hätte nicht durch die Tür gehen sollen. Aber egal, Leute. Ich habe meine Rune. Ich habe diesen komischen Boss besiegt. Ich bin richtig happy, Leute. Cool. Ich glaube, dann können wir in der nächsten Folge auch wieder mit zwei Bosszellen spielen. Ein Bereich entdeckt, ja. Guck, wir können jetzt hier richtig geil neue Sachen kennenlernen. Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Habt ihr da oben, habt ihr das auch gerade gesehen? Warte. Warte, warte, warte. Hä, komme ich da vielleicht mit meinem Kopf? Jetzt ohne Witz. Warte. Warte. Hallo, geh da bitte hoch. Wieso geht das nicht? Da oben war doch was. Leute, das habe ich noch nicht eingebildet. Guck, warte. Warte, warte, Leute, warte, warte. Da oben! Oben rechts! What the hell, wie kommt man denn da hin? Der Anfängerboden. Ja, geil. Ja, geil. Einfach so einen Anfängerbogen gefunden. Hä, damit kann man bestimmt irgendwas machen. Warte mal. Jetzt ohne Witz. Hier sind noch mehr Sachen, Leute. Was gibt's denn hier alles? Yo, richtig viele Geheimnisse hier. So, Leute, guck dir, da drüben ist einfach was. Wie kommt man da hin? Lol. Ja, go dahin. Man kommt da gerade so nicht hin. Wie assig ist das denn? So, jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Spielraum. Komm schon, ich will da oben hin. Wie gut ist das denn? Da oben ist irgendwas. Leute, wie kommt man denn da hin? Kann man sich hier irgendwo festhalten? Das langt gerade so nicht. Ich kann da gerade so nicht hingehen. Weil mein Kopf nicht weit genug geht. Richtig sad. Leute, sagt mir mal, wie man da oben hinkommt und was das ist und überhaupt. Aber ja, dann war's das mit dieser Folge. Bei der nächsten Folge dann wieder mit zwei Bosszellen, denke ich mal. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn ihr keine Parts mehr verpassen wollt, lasst auch ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.